Kauf du dir weiter Drogen, ich kauf Regale. Und hab jede Menge Stauraum da, so als wäre ich ne Autobahn. Übertrieben leichter Aufbauplan, wie ein House of Cards. Keine Dübel, keine Leime, wollte Tücher und einen Beiler. Aber Stühle und ein Schreibtisch, kein Gefühl mehr in den Beinen. Außerdem weiß ich auch nicht mehr, wo mein Auto parkt. Irgendwer muss mir die Scheiße gleich nach Hause tragen. Fair Trade Baumplantagen. Ich kauf Kerzen in nem Glas drin. Bemerke dann meinen Magen. Und im ersten gibt's was Warmes. Wie er die Fleischballen draufklatscht, ein Meister seines Fachs. Keiner weiß aus Wasserball, schmeckt einfach fantastisch. Ich komm gerne immer wieder, jede Woche neue Zimmer, weil ich höre auf eine Stimme, die mir sagt, ich bin behindert, weil mein Zimmer mich frustriert. Bin ich wieder hier und kauf mir Dinge, mittelschöne Dinge aus Papier. Erst paar Köttbullar, dann nochmal Köttbullar, dann so ein Mini-Bleistift, neue Löffel und ein Schrank. Ist man übelst gut drauf, ein Hotdog-LEDs im Vorbeigehen nehmen und noch eben bei den Schweden 10 Glühbirnen kaufen nachher. Und die Faustregel lernen, die ist wichtig. Geh niemals mit einer Frau nach Ikea, richtig. So, ab zur Kasse. Danach 3000 gleich aussehende Pakete, aller Tetris in den Kleinwagen pressen und zu Hause nach einer Pause voll motiviert. Mal ganz kurz aufbauen und Prost ein Bier. Aber glaubst du wohl selber nicht, Schrauben fehlen. Also glaub ich, war vielleicht auch ein Aufbaufehler. Ja, Ikea skandinavisch, doch ich endlevel deutsch. Denn ich red mich immer auf, wenn die Getränke da so schäumen. Ich bin behindert, weil mein Zimmer mich frustriert.